immer wieder noch Situationen, die schwierig sind. Die Kinder werden ja auch älter, es kommen immer neue Herausforderungen dazu. Ja. Aber ich bin so dankbar und ich merke, dass viele Mütter dieses Wissen einfach nicht haben und verzweifelt sind und suchen nach Lösungen. Und das will ich einfach weitergeben und die Mütter da unterstützen. Ja, das finde ich echt super, weil ich meine, wenn die Kinder ständig streiten, das ist auch Stress enorm für die Mutter. Oder man ist dann immer im Zwiespalt, wem, auf welche Seite stellt man sich, oder wer ist jetzt, gerade wenn man in ein Streitgespräch reinkommt oder dann die Tränen fließen, weiß man ja von Anfang an nicht, wer war jetzt schuld. Oder hast du da für Mütter ein paar Tipps, wie sie damit umgehen lernen können? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es so, dass wir ungefähr 90% der Energie der Kindererziehung darauf verwenden, diese Streitigkeiten zu schlichten. Wenn wir das Gefühl haben, uns da immer einmischen zu müssen, wenn wir immer Richter spielen müssen, immer Schiedsrichter sein wollen, also dann wären wir alle Richter geworden, wenn wir das so toll gefunden hätten. Also es ist mega anstrengend, dann ist es die Lautstärke und ich muss mich da wieder... Ja, ich muss immer entscheiden, so wäre es jetzt schuld, wenn ich mich einmische. Und wir müssen einfach verstehen, dass Kinder eine gewisse Absicht verfolgen, wenn sie streiten. Es hat immer eine gewisse Befriedigung, wenn sie anfangen, sich zu streiten. Also wenn sie Theater machen und wirklich, manchmal wird es wirklich inszeniert von den Kindern. Wenn man mal von außen drauf gucken würde, wie sich die Situation abspielt, dann fängt der eine an mit einem Pieks und dann sagt der andere, hör auf, noch ruhig und dann kann man noch mal ein bisschen mehr pieksen oder mal so ins Ohr stechen oder so. Also Dinge. Und das kriegen die Mütter ja oft gar nicht mit. Genau. Und dann das Ende des Streits mit, wenn irgendeiner schreit und heult. So, und darauf, dann sollen sie entscheiden, wer Schuld hat. Und das Vorspiel haben sie quasi nicht mitbekommen. Thank you.